Herr Bürgermeister, bei der heutigen Versammlung haben Sie dreimal alles Einzige dagegen gestimmt. Die Frage ist, warum? Grundsätzlich einmal verstehen meine Kollegen nicht oder Kolleginnen, die nicht hinterfragen, was sich hier in diesem UTP oder Burgenischen Müllverband abspielt. Ich frage seit langer Zeit mit den Geschäftsführern, brauchen wir überhaupt drei Geschäftsführer? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, welchen Verdienst gibt es dort für die Geschäftsführer? Das bekomme ich nicht. Und das kann es nicht sein, dass ein Gemeindemitglied oder beziehungsweise eine Gemeinde, die Mitglied ist, im Burgenischen Müllverband keine Antwort dafür bekommt. Eine Zeit lang war ich auch nicht im Kontrollausschuss oder Prüfungsausschuss, weil sie mich ausgeschlossen haben. Und das verstehe ich nicht, bis ich mich hineinreklamiert habe und dort viele Fragen stelle, die ich leider nicht alle beantwortet bekomme. Und daher verstehe ich nicht, dass man hier ohne irgendwelche Fragen einstimmig oder fast einstimmig zustimmen kann. Ich vertrete der Meinung, die Bevölkerung hat das Recht zu erfahren, was Geschäftsführer dort verdienen. Das ist ein öffentlicher Verband, ein Gemeindeverband. Und daher sehe ich das als mein Muss sogar, der Bevölkerung klarzulegen, dass es so nicht geht. Das heißt, Sie fordern mehr Transparenz, das soll es offengelegt werden. So ist es, mehr Transparenz, so wie in der Regierung sollte es auch so sein. Da gibt es auch Stillschweigen und anscheinend gibt es hier das gleiche Muster zwischen Rot und Schwarz, dass man sich das aufteilt. Das kann ich nicht zulassen, hier ist öffentliches Geld im Umlauf und das darf es nicht sein, dass man hier keine Transparenz hat.